auf eine Melange mit Musalek. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch heute wieder ein herzliches Willkommen im Radio Kulturhaus, im Radio Café bei der mittlerweile 11. Ausgabe unserer Reihe auf eine Melange mit Musalek. Auch heute wieder aus dem Radio Café. Ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier im Radio Café und auch diejenigen, die uns via Livestream heute Abend die Ehre geben. Bei einer Melange spricht Michael Musalek in dieser Ausgabe über Begegnungen und Vergegnungen in unserer Zeit. Der Mensch als Gemeinschafts- und Beziehungswesen. Professor Dr. Michael Musalek ist Primarius am Wiener Anton-Proksch-Institut und Professor am Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität in Wien und in Berlin. Und dort beschäftigt er sich wissenschaftlich mit der Erforschung der Auswirkungen von schönen zwischenmenschlichen Begegnungen und Beziehungen auf unsere Gesundheit. Dr. Michael Musalek, herzlich willkommen. Danke, dass Sie auch heute wieder für uns zur Verfügung stehen. Begegnungen und Vergegnungen. Was bedeuten diese Begriffe in Ihrem Sinne? Begegnungen sind die Kontaktaufnahme, üblicherweise auch zwischen Menschen, mit dem Ziel, eine Beziehung herzustellen. Das kann eine langdauernde Beziehung sein, das kann eine sehr kurzdauernde Beziehung sein, das kann eine tiefgreifende Beziehung sein, das kann auch eine oberflächliche Beziehung sein. Und dieser erste Schritt, der hier gesetzt wird, den nennen wir Begegnung. Und das Mittel oder die Mittlerin, der Mittler dabei ist das, was wir Dialog nennen. Das Gegenteil von Begegnung ist das Nicht-Begegnen, ist das Vermeiden, das Verhindern von Begegnungen, auch das Verweigern von Begegnungen, also keine Begegnung zusammen. Dann gibt es zwischen diesen beiden, dem Nicht-Begegnen auf der einen Seite und dem Begegnen auf der anderen Seite, noch ein Zwischending. Ein Zwischending, das Martin Buber als Vergegnung bezeichnet hat und dann später hat diesen Begriff entweder aufgenommen oder auch selbst nochmals neu kreiert. Ein römischer Psychiater namens Bruno Calieri, der eine spezielle Kommunikationsform von chronisch-psychotischen Patienten damit beschrieben hat, nämlich eine Kommunikationsform, wo man versucht, eine Begegnung herzustellen, auch eine Beziehung aufzubauen, es aber dann doch nicht schafft. Also quasi eine Begegnung ohne Begegnung. Und diese Begegnung ohne Begegnung ist keineswegs nur ein Phänomen, das wir bei chronisch-psychotischen Patienten sehen, sondern das ist leider heute sehr weit verbreitet. Und dort, wo wir es am deutlichsten sehen, ist beim vermeintlichen Dialog. Also dort, wo Menschen vorgeben, einen Dialog zu führen oder vielleicht auch einen Dialog führen wollen, möglicherweise ihn auch gar nicht führen wollen und trotzdem nicht in die Situation eines Dialogs kommen. Wir kennen das alle von vielen Interviews, von vielen Diskussionen, die wir hören oder die wir sehen, gerade in Wahlkampfzeiten ist es besonders weit verbreitet, dass man so tut, wie wenn man in einen Dialog mit dem politischen Gegner oder mit dem politischen Gegenüber eintritt, aber eigentlich gar nicht in diesen Dialog eintritt, also nicht auf Augenhöhe ins Gespräch kommt, sondern man versucht, den anderen niederzureden, man versucht, ihm seine Meinung aufzuoktroyieren. Manchmal versucht man nicht einmal seine Meinung aufzuoktroyieren, sondern nur seine Meinung zu sagen, möglichst lange, weil man dann möglicherweise als Gewinner dieses Gesprächs bezeichnet wird. Also, wir haben auf der einen Seite den Dialog, der auf Augenhöhe stattfindet und dann haben wir aber auch eine Gesprächsform, wo es nicht darum geht, jetzt in den anderen zu dringen oder auch letztlich in seine Welt einzudringen, denn das ist ja eigentlich
die Bedeutung des Wortes Dialog. Dialog kommt ja nicht von zwei. Sie haben vielleicht schon einmal gehört, dass jetzt auch über Trialog gesprochen wird und über Tetralog und über Pentalog gesprochen wird, also wo dann drei, vier oder fünf Menschen miteinander ins Gespräch kommen oder ins Gespräch kommen sollen, sondern es ist letztlich das sich einlassen auf den anderen Menschen und auf seine Erlebenswelt sich einlassen und auch zuzulassen, dass der andere sich mit der eigenen Erlebenswelt auseinandersetzt. Und dazu braucht es gewisse Grundvoraussetzungen. Es braucht gewisse Voraussetzungen, um überhaupt zu diesem Dialog zu kommen. Es genügt nicht, dass man einfach sagt, ich trete jetzt in einen Dialog oder ich begegne jemand anderen in einem Dialog, sondern es braucht als erste Grundvoraussetzung ein gemeinsames Ziel. Und daran scheitert meist schon der Dialog, denn wenn der eine das eine im Auge hat und der andere das andere letztlich erreichen möchte, dann kann es überhaupt nicht zu einem solchen Dialog kommen. Es braucht natürlich auch Aufmerksamkeit und Achtsamkeit dem anderen und vor allem auch dieses gegenseitige Verstehen wollen, dass ich überhaupt verstehen möchte, was der andere letztlich mir sagen möchte, beziehungsweise was der andere auch mir zeigen möchte. Es braucht natürlich auch eine gewisse Interaktionskompetenz, ohne Zweifel. Es braucht aber vor allem, und da ist eine weitere Hürde des Dialogs anzusiedeln, es braucht Redlichkeit. Es braucht Redlichkeit, ein Wort, das heute aus der Mode gekommen ist, ein Wort, das im 19. Jahrhundert noch eine sehr große Rolle gespielt hat und so ein Zusammenwirken von einer Sorgfaltspflicht dem anderen gegenüber, von Wahrheitsliebe und auch Genauigkeit im Ausdruck zusammenfasst. Das würden wir unter Redlichkeit verstehen. Und ohne Redlichkeit kann es keinen Dialog geben, denn dann wird natürlich der andere nur versuchen, sich zu schützen und auch gar nicht hier jemanden so nahe kommen zu lassen, dass man wirklich auf Augenhöhe mit ihm oder mit ihr kommunizieren kann. Und es braucht taktvolle Sympathie, wie es Wolfgang Welsch ausgedrückt hat. Es braucht das, was wir möglicherweise besser mit Warmherzigkeit oder Herzenswärme bezeichnen. Denn einfach nur so dahin zu sprechen, ist sicher zu wenig, um wirklich mit dem anderen in Beziehung zu treten, dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Und es braucht vor allem gegenseitiges Vertrauen. Was es nicht braucht, ist, dass man immer gleicher Meinung ist. Also Dialog kann durchaus kontroversiell sein, kann durchaus auch konfliktbeladen sein, wenn es sich dabei um eine kreative Spannung handelt und wenn es sich um zwei Dialogpartner handelt oder mehrere Dialogpartner handelt, die letztlich zur Kritikfähigkeit fähig sind, die also es schaffen, Kritik zuzulassen. Denn nur vom anderen, von der anderen Meinung können wir etwas profitieren. Unsere eigene Meinung kennen wir, da können wir uns nicht weiterentwickeln. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen im Dialog und durch den Dialog, dann braucht es eben auch diese Konfliktfähigkeit. Wir sehen also schon, dass Begegnen und auch einen Dialog zu führen nichts Einfaches ist. Und wenn wir an Dialog denken und an Begegnung denken, dann denken wir natürlich zuvorderst der Sprache mächtig an den verbalen Dialog, also an das gesprochene Wort. Aber es ist nicht nur das gesprochene Wort, das hier eine Rolle spielt, sondern es sind ganz wesentlich auch alle anderen Möglichkeiten der Kommunikation, die wir zur Verfügung haben. Also alles, was wir im nonverbalen Bereich ansiedeln, alles, was wir im paraverbalen Bereich ansiedeln, das ist auch ein ganz wesentlicher, sind ganz wesentliche Faktoren für den Dialog. Da geht es um Mimik, da geht es um Gestik, da geht es natürlich auch um Sprachmodulation, da geht es um Pausen. Man kann mit einer Pause unglaublich viel Gewicht in das legen, was man sagt. Oder man kann es auch einfach ganz rasch sagen und dann ist es wesentlich bedeutungsleichter, als wenn man wirklich eine Pause davor macht. Es braucht auch bestimmte Atmosphären
in denen man letztlich diesen Dialog führt. Und wenn Sie einen ganz einfachen Satz hernehmen, diesen einfachen Satz, der ja hoffentlich jeder von Ihnen schon einmal gesagt hat und noch mehr hoffentlich schon von Ihnen einmal gehört wurde: Ich liebe dich. Ein wunderbarer Satz, der, wenn er zum rechten Zeitpunkt gesagt wird und auch in der richtigen Atmosphäre gesagt wird, unglaublich viel eröffnen kann. Wenn aber zum falschen Zeitpunkt gesagt wird, so ein bisserle zu früh oder noch schlechter zu spät, dann wirkt er gar nicht und bewirkt genau das Gegenteil. Also es geht nicht nur darum, was man sagt, sondern ganz wesentlich darum, wie man etwas sagt. Und da bin ich auch bei der Wissenschaft, die sich genau mit diesem Wie der Begegnung auseinandersetzt, auch mit dem Wie der Beziehung auseinandersetzt, wie man jemand etwas sagt, wie man mit jemandem kommuniziert, wie man jemand auch etwas ausdrückt im nonverbalen bzw. im paraverbalen Bereich. Und das ist die Sozialästhetik. Die Sozialästhetik ist die Wissenschaft der schönen Begegnung oder der schönen Beziehung oder der gelingenden Beziehung, ganz wie man es möchte, um es sehr einfach auszudrücken, ist natürlich als Wissenschaft wesentlich komplexer. Aber wir sind in Wien in der komfortablen Lage, ein eigenes Universitätsinstitut zu haben, wo man sich eben genau mit diesen Fragen beschäftigen kann. Dieses Institut wird letztendlich multiprofessionell geführt und auch die Diskussionen sind multiprofessionell geführt. Das heißt, dass Menschen aus ganz verschiedenen Arbeitsbereichen sich eben mit diesen Fragen der Beziehung und der Begegnung beschäftigen. Denn Beziehung und Begegnung passieren überall. Sie sind nicht nur im therapeutischen Bereich, sie sind auch nicht nur im Liebesbereich. Ganz wesentlich passieren Begegnungen im Arbeitsbereich, im Wirtschaftsbereich, aber auch im spirituellen Bereich. Da oft ja auch eine Begegnung nicht nur zwischen Menschen, sondern auch mit Wesen der Transzendenz, mit über uns stehenden Wesen. Also wir begegnen tagtäglich und gehen auch tagtäglich Beziehungen ein. Manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal intensiver, manchmal etwas oberflächlicher. Also Begegnung und Beziehung ist, so könnte man es sagen, nicht ein Luxus, den wir uns zeitweise leisten, dann, wenn wir in einer ganz besonderen Situation sind, zum Beispiel der Situation der Verliebtheit, sondern Begegnung und Beziehung sind essentielle Bestandteile unseres Daseins. Wir sind Beziehungswesen. Wir sind von Beginn an Beziehungswesen. Besonders deutlich natürlich sehen wir das schon bei Babys, bei Kleinstkindern. Wir kommen ja ganz unfertig auf die Welt. Auch unser Hirn ist ganz unfertig, wenn wir das Licht der Welt erblicken. Und es braucht dann, um eine Entwicklung dieses Gehirns überhaupt zu ermöglichen, um unsere persönliche Entwicklung, auch psychische Entwicklung zu ermöglichen, braucht es andere Menschen. Ohne denen können wir uns gar nicht entwickeln, kommen zum Beispiel gar nicht zu einem Spracherwerb, der wieder essentiell und notwendig ist, um denken zu können, um auch die Situationen reflektieren zu können. Das heißt, Begegnung und Beziehung ist von Beginn an etwas ganz Wesentliches. Im Alter merken wir es natürlich besonders, wenn wir vielleicht da und dort hilfsbedürftig sind, aber auch dazwischen, in Situationen, in die wir jetzt geraten sind, in einer Krisensituation, kommen wir sehr rasch drauf, wir können es nicht alleine lösen. Wir brauchen den anderen Menschen, um letztlich diese Beziehung zu lösen. Und da müssen wir dann auch wissen, wie wir dem anderen begegnen. Wir müssen etwas wissen über die Grundvoraussetzungen. Wir müssen aber auch etwas über die Aufgaben des Dialogs und auch der Begegnung. Warum begegnen wir überhaupt jemanden? Warum lassen wir uns auf einen Dialog mit jemandem anderen ein? Zum Ersten natürlich, um jemanden kennenzulernen. Aber zum Zweiten möglicherweise, um auch uns selbst weiterzuentwickeln. Vielleicht auch, um Konflikte lösen zu können, die da und dort auftauchen. Und ganz wesentlich, und das war ja das Thema des letzten
Zusammenseins hier in der Melange, um unsere Welt zu schaffen und unsere Welt so zu schaffen, dass es eine schöne Welt ist, dass wir also nicht einfach irgendeine Welt zulassen, mit der wir dann nicht zurande kommen und auch nicht zurande kommen wollen, sondern eine Welt zu schaffen, die eine schöne ist. Und da bin ich auch zuletzt bei der Maxime, der sozial-ästhetischen Lebensmaxime oder der Maxime der Sozialästhetik. Und das ist der Aufruf dazu, lebe dein Leben so, dass es schön ist. Aber nicht nur für dich, sondern vor allem auch für den anderen. Denn nur dann, wenn es auch für den anderen ein schönes ist, kann es auch für einen selbst ein schönes sein. Und der Schlüssel dazu, quasi die Eintrittskarte zu diesem schönen Leben, ist eine schöne Begegnung. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er braucht andere, um sich selber zu entwickeln, um gewisse Ziele zu erreichen, um Aufgaben zu erfüllen, die für ihn wichtig sind. Und das Zusammenwirken mehrerer Menschen hat natürlich den Vorteil, dass man gemeinsam solche Aufgaben erfüllen kann, weil die unterschiedlichen Begabungen und Neigungen der Menschen einander ergänzen. Ich würde sagen, ein gemeinsamer Erfolg stärkt also die sozialen Bindungen und damit wird das ein Wirkungskreis, wo das eine das andere immer anstößt und sozusagen die Wirkung in Betrieb bleibt. Würden Sie dem zustimmen? In der Tat ist es so, dass wir von der Beziehung, von der Begegnung der anderen Menschen einfach abhängig sind. Und wir sind nicht nur abhängig davon, weil es halt ganz nett ist, dass man eine schöne Beziehung und eine schöne Begegnung hat, sondern wir sind deshalb davon abhängig, weil wir nur gemeinsam überhaupt Erfolg haben können. Wir brauchen also den anderen, um Erfolg zu haben. Zum einen, um ihn überhaupt zu erreichen, aber zum anderen auch, um zu bemerken, dass wir Erfolg haben. Wir brauchen also auch die Rückmeldung des anderen Menschen und damit sind wir in einen Kreisprozess eingebunden, denn auch der eigene Erfolg spornt natürlich den anderen dazu an, auch wieder Erfolg haben zu wollen. Stellen wir uns nur eine Situation vor, wo wir gar kein Gegenüber haben, wozu sollten wir es denn tun? Es gibt wahrscheinlich schon Ausnahmeerscheinungen und Menschen, die es auch schaffen, von sich heraus, ohne jetzt für jemanden anderen gut oder schön zu erscheinen, alles richtig zu machen. Aber es geht unglaublich viel leichter, wenn wir ein Gegenüber haben. Ja, das mag ich. Ich komme auf das Erfolg haben nur in der Gruppe später noch zurück, wage es nämlich doch eine abweichende Meinung dazu haben zu dürfen. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei dem, was Sie angesprochen haben. Solange man mit freundlich und freundschaftlich gesinnten Menschen zu tun hat, ist das ja alles eh gut. Da kann man gemeinsam was unternehmen, kann gemeinsam versuchen, etwas zustande zu bringen. Und es wird, wenn es funktioniert, ein gemeinsames Erleben und ein gemeinsamer Erfolg sein. Schwierig wird es dann, wenn man mit Menschen zu tun hat, die einem selbst oder einer selbst jetzt nicht von vornherein freundschaftlich und freundlich gesinnt sind, wenn es zu Reibereien und zu Eifersüchteleien kommt. Was steckt hinter solchen Disputen? Wir haben hier zwei Ebenen zu betrachten. Die eine Ebene ist die, dass der Konflikt, genauso wie auch die Begegnung, ein essentieller Bestandteil unseres Daseins ist. Ich möchte einen Schritt weitergehen, ohne Konflikt keine Entwicklung. Das heißt, es braucht die gegenteilige Meinung, es braucht auch das gegenteilige Streben, es braucht unterschiedliche Strebungen, um überhaupt uns eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Wir leben in einer Zeit, wo Konflikte schlecht wegkommen und wo die meisten meinen, man sollte Konflikte dauernd vermeiden.
Ich denke, das wäre die ganz falsche Strategie, hier Konflikte zu vermeiden. Das, was wir lernen müssen, ist, den Umgang mit Konflikten zu kultivieren. Also nicht uns gleich die Schädel einzuschlagen, uns nicht gleich auch verbal so etwas zuzuwerfen, dass der andere sich davon nur mehr schwer erholen kann und gar nicht die Chance hat, sich weiterzuentwickeln, sondern eben es zu nützen, um sich selbst weiterzuentwickeln beziehungsweise auch dem anderen die Chance zu geben, sich dabei weiterzuentwickeln. Also es braucht diesen Konflikt, und Konflikt ist per se nicht etwas, was wir dauernd vermeiden sollen. Es braucht aber eben als Zweites diese Kultivierung des Konfliktes, und da, denke ich, haben wir doch, wenn man das so salopp sagen darf, großes Entwicklungspotenzial, denn da gibt es doch wenig Menschen, die es schaffen, auch bei sehr kontroversiellen Meinungen durchaus das zusammenzuführen, in einem Sinne, wie es Hegel vorgeschlagen hat, dass man in der Tat eine These, eine Antithese hat und dann nicht nur einen faulen Kompromiss aus den beiden zieht, was heute relativ häufig ist, sondern in der Synthese beide davon einen Schritt weitergehen. Das wäre der Idealzustand. Da, denke ich, können wir noch dran arbeiten. Ja, wahrscheinlich wäre es für dieses Land schon gut, wenn man einmal die Begriffe Streit und Auseinandersetzung und vielleicht auch Wettkampf der Ideen auseinanderhalten könnte. Denn dass ein Großteil der Bevölkerung in Österreich meint, die Regierung soll nicht streiten, ja, in Wahrheit unsinnig ist, wenn sie aus mehr als einer Partei besteht. Weil ja völlig klar ist, dass Koalitionspartner, wurscht in welcher Form der Regierung und egal auf welcher Ebene des Staates, natürlich mit unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Vorstellungen und auch unterschiedlichen Zielen in eine Regierung kommt, aber das nur nebenbei. Trotzdem, Sie haben es schon angesprochen jetzt, das Sinnhafte der Konflikte, und ich finde auch, wir sollten das Gemeinsame schätzen, wir sollten es pflegen, aber vielleicht sollten wir es nicht glorifizieren. Gemeinhin unterscheidet man bei Konflikten verschiedene Möglichkeiten, als teilnehmende Person damit umzugehen. Man kann, eine Möglichkeit ist der Kampf, man könnte es weniger martialisch ausdrücken und sagen, ja, ich nehme die Auseinandersetzung an. Die zweite Möglichkeit ist die Flucht, das heißt, ich entziehe mich dieser Auseinandersetzung zur Gänze. Und die dritte Möglichkeit ist, ich bleibe zwar in Anführungszeichen in der Arena, aber ich stecke den Kopf in den Sand und tue so, als gäbe es den Konflikt eigentlich nicht. Was würden Sie mit Ihrer Erfahrung auch als Psychiater vorschlagen? Welche der drei dieser Möglichkeiten führt noch am ehesten dazu, dass die Konfliktparteien in Zukunft dann doch ein gedeihliches Miteinander haben können? Also was ist am ehesten noch erfolgversprechend? Oder gibt es noch eine vierte Variante? Ich habe jetzt drei erwähnt, vielleicht gibt es noch eine vierte, die das dann aber wirklich leistet. Zum Ersten sollten wir in der Tat das Gemeinsame hochschätzen. Aber wir sollten gleichzeitig auch den Konflikt hochschätzen. Und da beginnt schon. Wenn ich den Konflikt minder schätze, dann setze ich mich natürlich auch nicht mit diesem Konflikt auch auseinander und ich stelle mich auch dem Konflikt nicht und kann auch das Potenzial des Konflikts letztlich nicht nützen. Die drei Reaktionsformen im Konflikt haben alle ihre Berechtigung, haben alle auch ihre Zeit oder sollten ihre Zeit haben. Es gibt sicher Momente in Konflikten, wo es einfach sinnvoll ist, zu flüchten. Also wenn ich in einen Disput mit jemandem gerate und der die Waffe zieht, dann ist es einfach besser zu laufen oder sich in Deckung zu begeben, so rasch es in irgendeiner Form geht. Also dort, wo einer nicht konfliktfähig ist, weil er gar nicht auf diesen Konflikt eingehen möchte, sondern ihn einfach auf die Rasche nur beseitigen möchte oder einen selbst gleich beseitigen möchte, ist Flucht schon etwas Gutes. Flucht ist per se nichts Schlechtes, hat auch einen schlechten Beigeschmack heute. Der Todstellreflex ist übrigens etwas, was in der Natur weit vorhanden ist und auch bei manchen
häuslichen Konflikten mag es gar nicht so schlecht sein, da und dort einmal diesen Tutscherreflex wirken zu lassen. Zumindest hat man den Vorteil, dass der Konflikt nicht eskaliert und dass es nicht noch mehr wird. Ohne Zweifel sind das aber beides Möglichkeiten, die zwar sehr basale Reaktionsmöglichkeiten des Menschen sind, übrigens nicht nur des Menschen, sondern wir finden beide auch im Tierreich vertreten. Wir als Menschen haben aber die Möglichkeit, uns auch einem Konflikt dahingehend zu stellen, dass wir versuchen, mit dem anderen, mit dem Konfliktpartner in einen Dialog zu treten. Wir können aber nur dann in einen Dialog treten, wenn wir eben erstens den Konflikt als solches akzeptieren und wenn wir als zweites den anderen Menschen als einen Partner, deshalb heißt er dann auch Konfliktpartner, akzeptieren. Das heißt nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss, was der oder diejenige sagt. Das heißt auch nicht, dass man überall nachgeben muss, sondern es geht einfach darum, den Menschen in seiner Würde wertzuschätzen und auch darin wertzuschätzen, dass das, was er hier vorbringt im Konflikt, nicht nur etwas Bösartiges ist, sondern möglicherweise auch einen guten Grund hat. Und dann kann man eine Basis schaffen, darüber auch ins Gespräch zu kommen, auf gleicher Höhe. In der Fachsprache spricht man hier von Reziprozität, das heißt, dass beide die Möglichkeit haben, das zu sagen, was sie wirklich sagen wollen. Und da ist jetzt der vierte Punkt, den Sie angesprochen haben. Es braucht dabei das gemeinsame Ziel, nämlich von beiden Konfliktpartnern, dass sie nach diesem Konflikt einfach eine bessere, eine schönere Situation, eine freudvollere Situation, wie immer man es benennen möchte, dann erleben können. Das heißt, dass der Konflikt nicht etwas ist, der dann nur ausgemerzt ist, sondern dass beide sagen, wir sind in unserem Leben einen Schritt weitergekommen. Ich möchte noch einmal ganz zum Anfang zurückkommen, zum Begriff der Vergegnung. Sie haben Martin Buber angesprochen, der mit seiner Existenzphilosophie sich viel mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat. Er hat es definiert, also die Vergegnung, als missglückte Begegnung. Und Sie haben ganz am Anfang in Ihrem Statement darauf hingewiesen, dass man zumindest bis vor wenigen Jahrzehnten in diesem Zusammenhang davon ausgegangen ist oder dass der grundlegende Gedanke hier schon sein muss, dass man dem vis-à-vis, wenn die Begegnung schon nicht klappt, aber dann trotzdem mit Respekt und einer grundsätzlichen Form der Toleranz und der Anerkennung gegenübertreten soll. Warum glauben Sie, dass man jetzt darauf hinweisen muss, dass es diese Voraussetzung braucht? Würden Sie sagen, dass diese grundsätzliche positive Haltung, die dem zugrunde liegen muss, heutzutage nicht mehr von vornherein vorhanden ist, wenn Menschen miteinander, vor allen Dingen auch öffentlich, reden? Martin Buber ist sicher, wenn wir über Begegnungen und Beziehungen sprechen, die zentrale Figur, der zentrale Denker, ich gehe so weit zu sagen, der Vordenker auf diesem Gebiet. Und man kommt nicht umhin, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen, hier ganz besonders mit seinem Werk Ich und Du, wo er uns hinweist, was eigentlich eine Begegnung, eine gelingende Begegnung ist, nämlich, dass wir in eine Ich-Du-Beziehung eintreten. Das heißt, dass wir auf gleicher Ebene wirklich auf den anderen eingehen und ihn auch auf uns eingehen lassen. Er unterscheidet diese Ich-Du-Beziehung von der Ich-Es-Beziehung, wo wir über den anderen oder über die Beziehung sprechen, also wo wir uns aus der Beziehung herausnehmen und sie reflektieren. Und beides braucht man, um eine gelingende, geglückte Beziehung in seiner Terminologie zu erreichen. Es ist also das virtuose Wechselspiel zwischen Ich-Du-Beziehung und Ich-Es-Beziehung. Nur Ich-Du-Beziehung führt ins Desaster, weil man sich nicht weiterentwickeln kann und dann irgendwann mal aufgeht in dieser Beziehung und sich auch selbst verliert. Nur Ich-Es-Beziehung hat zu wenig Nähe zum anderen, um das zu erreichen. Also das virtuose Wechselspiel zwischen den beiden macht es letztlich aus. Und
Und Martin Buber ist auch deshalb zu erwähnen, weil er ein durch und durch positiver Philosoph ist, der eben nicht sagt, das sind Bösartigkeiten, dass es nicht funktioniert, sondern es ist missglückt. Es ist eine missglückte Beziehung, diese Vergegnung. Und da bin ich mir heute leider oft nicht mehr ganz so sicher, ob es wirklich missglückt ist oder ob es nicht von einem oder vielleicht sogar von beiden Gesprächspartnern gewollt ist. Und beide eigentlich sagen, es ist eine geglückte Konversation, denn mein Trainer, der mich in diese politische Diskussion geschickt hat, der hat mir genau vorgegeben, das muss ich sagen, da muss ich jemanden unterbrechen, da muss ich auch ins Wort fallen und nicht ins Wort fallen, sondern auch Zeit gewinnen, etc. etc. Und das alles hat natürlich mit Dialog, das hat mit Begegnung nichts zu tun. Martin Buber würde in seinem grundlegenden Optimismus und positiven Zugang zum Menschen sagen, dieses Gespräch ist missglückt. Ich fürchte, dass es manchmal System ist. Lassen Sie uns von dem vielleicht nicht ganz so erfreulichen Punkt zu einem anderen kommen. Wir haben vorher schon über Erfolg gesprochen und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass der gemeinsam errungene Erfolg, das gemeinsam erreichte Ziel große Energien freisetzt und das gedeihliche Miteinander fördert. Wir haben also gehört, wie wichtig das Gemeinsame für den Menschen ist. Jetzt, die Lebenserfahrung zeigt aber, dass es schon auch Formen des Erfolges gibt, die genauso beglückend sein können, obwohl man sie individuell und allein erreicht hat. Also, indem ich mir vornehme, ich laufe den nächsten, falls es ihn je wieder gibt, Wien-Marathon und ich schaffe das auch. Oder indem ich mir vornehme, ein Buch zu schreiben, einen Roman zu schreiben und das gelingt mir. Oder indem, banales Beispiel, ich mir den Ball zurechtlege und aus 18 Meter beim Fußball genau ins Kreuzeck schieße, dann ist das auch zumindest in dieser singulären Situation eine individuelle Leistung, selbst wenn man sagen kann, da musste einer von der Mannschaft gefoult werden, damit ich überhaupt den Freistoß schießen kann. Aber jedenfalls das Vollenden dieses Spielzugs ist dann eine individuelle Leistung. Unterscheiden sich Ihrer Meinung nach die Erfolgserlebnisse, die auf einer gemeinschaftlichen Basis entstanden sind, von jenen, die auf einer individuellen Basis entstanden sind und können beide die gleiche Kraftquelle sein? Um es kurz zu beantworten, sie unterscheiden sich ganz massiv, ohne Zweifel. Das heißt nicht, dass man nicht auch auf der individuellen Basis oder auf der individuellen Ebene auch wirklich Erfolge haben kann. Natürlich ist es wunderbar, wenn man einen Berg bestiegen hat und bezwungen hat oder wenn man einen Marathon gelaufen ist oder wenn man besonders weit gesprungen ist oder was immer man alleine hier machen kann. Wir sollten nicht ganz vergessen, dass die allerwenigsten, die auch diese Einzelleistungen erbringen, auch ganz gern Publikum dabei haben und auch ganz gerne die Anerkennung des Publikums haben. Die allerwenigsten springen in so eine Weitsprunggrube hinein, ohne dass ihnen jemand zuschaut und ohne dass dann jemand sagt, das ist schon ein großartiger Sprung gewesen, um nur ein Beispiel herauszunehmen. Also auch da sehen wir, dass wir natürlich auf den anderen angewiesen sind. Aber Sie haben ein sehr schönes Beispiel gebracht aus dem Sport, aus dem Fußball ins Kreuzeck zu schießen. Das geht auch im Handballsport, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, weil ich ihn selbst auch betrieben habe. Aber wissen Sie, man kann natürlich auf ein leeres Tor werfen und das Kreuzeck genau treffen. Und das ist schon sehr befriedigend. Und wenn man von 10 Würfen zumindest 9 dorthin platzieren kann, dann ist das sehr befriedigend. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn man ein Spiel spielt, möglicherweise ein Endspiel spielt und dann kommt der entscheidende Wurf und der geht genau ins Kreuzeck. Und da ist auch noch ein Tormann, der den Ball nicht erreicht. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und dort, wo es sich besonders zeigt, ist dann, wenn man in die Kabine geht und eine ganze Mannschaft feiert. Also das ist einfach nicht vergleichbar mit dem, dass man auf die Schulter geklopft bekommt und sagt, das war eine großartige Leistung. Wer jeder, der mal Mannschaftssport betrieben hat, weiß, es sind Erlebnisse wirklich auf der allerhöchsten Stufe. Das ist wirklich gelingende
Begegnung und in der Regel auch eine sehr, sehr schöne Beziehung. Wenn man, man kann sich auf den Standpunkt stellen und sagen, das Ich-Bezogene, das Erreichen des eigenen Erfolges, das Herausstreichen des Individualismus ist eine, ist die, die Darstellungsform der Postmoderne, in der wir also über das hinausgehen, was das Gemeinschaftliche betrifft und sagen, na, letztlich ist das, worauf es ankommt, ist, dass ich mein Leben verwirkliche, meine Ziele erreiche, meinen beruflichen Erfolg habe. Und wenn mir das gelingt und vielen anderen auch, dann hilft es der Gemeinschaft eh im Allgemeinen. Das wäre so ungefähr der Standpunkt, der auf der Seite der Politik von Margaret Thatcher und auch von Ronald Reagan in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts propagiert wurde und auch mit jeweils mit Mehrheiten in ihrem Wahlvolk gutiert wurde. In gewisser Weise ist das Jahr 1989, in dem der Gegenentwurf aus vielen Gründen, auch aus moralischer Unterlegenheit gescheitert ist, der ist weggefallen und man hatte dann jetzt eigentlich 30 Jahre den Eindruck, dieser Individualismus hat eigentlich keinen Gegner mehr und ist möglicherweise gerade dabei, jetzt sich zu Tode zu siegen. Glauben Sie, dass es so eine Art Revival, ein Wiederauferstehen geben wird, der, wo stärkere gemeinschaftliche Unternehmungen und politische Tendenzen wieder an Gewicht gewinnen werden? Oder wird diese Form der Postmoderne, man könnte auch sagen, auf der wirtschaftlichen Ebene des Neoliberalismus, oder hat das gewonnen und bleibt das so? Ich frage das jetzt quasi nicht, ich frage Sie nicht als politischen Propheten, sondern eher als jemand, der Wechselweisen und Funktionalitäten innerhalb von Gesellschaften ja kennt. Also ich kann genauso wenig wie jeder hier im Raum und auch außerhalb dieses Raumes in die Zukunft schauen. Kein Mensch kann das, und es ist ein ganz großer Traum der Menschen, in die Zukunft zu schauen und Prognosen zu erstellen. Und wir hören ja jetzt auch dauernd Prognosen, wie lange diese Krise noch dauern wird, wie kurz sie nur mehr dauern wird, ob wir sie überwinden oder nicht überwinden. Und keiner weiß es letztlich natürlich. Aber was wir können ist, wir können gewisse Tendenzen dingfest machen, wir können sie analysieren und wir können dann versuchen, hochzurechnen, wie es dann weitergehen wird. Und da muss man schon sagen, dass es ja eine Zeit, wo der Zusammenhalt einfach nicht mehr so funktioniert, wo ein Individualismus nicht in dem Sinne gelebt wird, dass sich jeder individuell entwickeln kann und dann seines zur Gemeinschaft beiträgt, denn auch diese Form des Individualismus gibt es. Man muss nicht unbedingt nur, weil man für den Individualismus ist, gleich gegen die Gemeinschaft sein. Das ist nicht genau das Gleiche. Also, aber eine solche Zeit, wo Individualismus so verstanden wird, dass es nur um den Einzelnen geht und dass es um die einzige einzelne Macht geht und alles andere dem untergeordnet wird, die hat es ja immer wieder gegeben. Auch schon bis ins Altertum zurückreichend. Und es hat dann immer wieder Gegenbewegungen gegeben. Und wenn man alle Bewegungen sich vor Augen führt, dann hat es schon insgesamt eine Aufwärtsbewegung gegeben. Und ich denke, wir sind heute in einer Bewegung, den Neoliberalismus, auch der Hyperkapitalismus ist ja schon angesprochen worden oder angeklungen, der heute einfach vorherrschend ist. Das ist gar keine Frage. Man hätte so den Eindruck, es gibt kein Gegenmodell, was nicht stimmt. Es gibt viele, viele Stimmen, die sicher noch viel zu leise sind und viel lauter sein sollten, die schon darauf hinweisen, dass der Mensch einfach mehr ist als eine gut funktionierende Maschine. Auch wenn wir relativ viel über die biologischen Zusammenhänge wissen, die allermeisten Dinge, die uns wirklich faszinieren, die einfach schön im Leben sind, die können wir mit unserem chemischen Wissen, biochemischen Wissen letztlich nicht herstellen. Ja. Wir wissen, dass bei der Verliebtheit bestimmte Hormone eine Rolle spielen, dass auch bei der Bindung an Menschen, bei Beziehungen bestimmte Hormone eine Rolle spielen. Aber Sie können noch so viele dieser Hormone zusammenmixen und jemanden verabreichen, er wird sich deshalb nicht verlieben. Und er wird deshalb auch keine gute Beziehung letztlich führen können. Also
Das sind Reduktionismen, mit denen wir heute konfrontiert sind, die schon interessant sind, die wichtig sind, die uns in vielen Bereichen auch sehr hilfreich sind, vor allem auch bei der Behandlung bestimmter Störungen und Erkrankungen, aber die uns die Welt bei weitem nicht erklären. Und das ist heute immer mehr Forschern auch bewusst und klar. Wir brauchen einfach eine neue Romantik heute, um es auf den Punkt zu bringen. Wir brauchen eine Zeit, nicht die sich vom Rationalismus abkehrt. Das ist übrigens auch ein kapitales Missverständnis der Romantik, die immer so als Gegenbewegung zur Aufklärung gesehen wird und gegen das Rationale, gegen das Kognitive ausgespielt wird, was nicht der Fall war. Die Romantiker, denen war es schon völlig klar, wie wichtig die Ratio ist, wie wichtig auch die Naturwissenschaft ist. Aber es ist halt nur ein Teil des Lebens und ich denke, da kommen wir heute auch wieder hin. Zumindest gibt es einige Bewegungsströme, die in diese Richtung weisen und die gilt es, denke ich, zu stärken. Aber nicht im Sinne dessen, dass alles, was wir auch im Biologischen, was wir auch im Naturwissenschaftlichen erreicht haben, jetzt über Bord werfen, sondern es eben erweitern um das Schöne des Lebens, denn das spielt sich offensichtlich auf einer ganz anderen Ebene ab. Ich würde jetzt gerne diese Ebene der Gesellschaftsphilosophie verlassen und zu einer Frage kommen, die uns Frau F. per E-Mail geschickt hat. Das ist übrigens eine Möglichkeit, wie Sie sowohl die uns über die Videoübertragung zusehen oder auch hier, wie Sie teilnehmen können an diesem Gespräch. Schicken Sie uns einfach ein Mail an radiokulturhaus@orf.at und wir werden die Sachen einfließen lassen. Also Frau F. hat uns ein Mail geschickt mit einer kleinen Einleitung und dann einer Frage. Eine mir nahestehende Person, schreibt sie, ist leider völlig in die Verschwörungstheorie-Szene hineingeraten, kann durchaus als paranoid bezeichnet werden. Die Inhalte, die diese Person erzählte und eifrig auf Social Media teilte, alle Versuche mit viel Geduld, aber auch nervenaufreibend, diese Inhalte zu hinterfragen oder aufzuklären, haben zu Aggressionen dieser Person geführt und jetzt zum kompletten Kontaktabbruch. Meine Frage lautet nun, schreibt VF, soll ich mich dem Wunsch nach Kontaktabbruch fügen, auch im Wissen, dass diese Person dringend professionelle Hilfe bräuchte, beziehungsweise auf welche Art könnte es mir gelingen, den Kontakt wieder aufzubauen? Wie sehen Sie das? Das ist eine sehr schwierige Frage und auch eine sehr komplexe Frage. Zum Ersten muss man sich vor Augen führen, was mit einem paranoiden Patienten, bei einem paranoiden Menschen passiert. Paranoia ist nicht etwas, das von außen irgendwo über uns hereinkommt, sondern wir alle haben ein Kausalitätsbedürfnis. Wir alle stellen uns sofort, wenn wir in eine Situation kommen, die Frage, warum ist das jetzt so? Warum bin ich jetzt angesteckt worden? Und dann brauchen wir gleich eine Antwort. Und dann stellen wir uns natürlich auch die Frage, warum gibt es überhaupt diese Covid-Krise? Und dann wollen wir auch eine Antwort darauf haben. Und da ist die Antwort schon wieder viel, viel schwieriger. Und da gibt es die Möglichkeit, sich jetzt mehrere Antworten zurechtzulegen, beziehungsweise sie auch zu akzeptieren und zu sagen, ich weiß es nicht ganz genau. Es könnte das gewesen sein, es könnte das gewesen sein, es könnte das gewesen sein. Oder viel, viel einfacher und auch mehr Sicherheit gebend, ich nehme mir eine heraus und das ist dann meine Antwort. Und dann brauche ich mich auch darum quasi nicht mehr zu kümmern. Und eine dieser Antworten ist eben, dass es eine große Weltverschwörung gibt. Übrigens nicht nur bei der Covid-Krise. Es ist egal, welche Krise kommt. Es kommt immer zu Verschwörungstheorien. Und es sind immer dann ganz bestimmte Gruppierungen, die dafür schuld gemacht werden oder die dafür schuldig gemacht werden. Das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch und wir haben ja leider im vorigen Jahrhundert einige Beispiele darüber, wie weit es dann gehen kann, wenn solche Verschwörungstheorien auch in die Tat umgesetzt werden und wie furchtbar das sein kann. Also der Vorgang selbst ist prinzipiell ein ganz gut verständlicher. Dort, wo das Unverständnis einsetzt, ist, wenn man selbst diese Theorie für nicht sehr wahrscheinlich hält, beziehungsweise wenn
wenn sie so vehement vertreten wird, dass jede andere Form der Erklärung ausgeschlossen wird. In der Warndiagnostik sprechen wir vom Ausschluss des Zufälligen, also von der unkorrigierbaren Gewissheit. Es ist so und nicht anders und es kann auch gar nicht anders sein. Und da ist die Frage, wie kommt es dazu, dass jemand in einen solchen Zustand kommt? Und das ist am besten so zu erklären, dass diese paranoide Haltung, diese paranoide Idee nicht eine Idee ist, nicht eine Überzeugung ist, sondern dass es ein Seinszustand ist. Also wenn ich jetzt heute zu Ihnen spreche, dann ist es nicht meine Idee, wenn ich morgen darüber spreche, dass ich zu Ihnen gesprochen habe, sondern es ist mein Erleben gewesen, über das ich spreche. Und wenn Sie mir sagen, ich habe zu Ihnen nicht gesprochen, dann werde ich nicht an meiner Überzeugung versuchen, jetzt etwas zu verändern, sondern ich werde mir Gedanken darüber machen, ob Sie wirklich alle so gesund sind, wenn Sie gar nicht wissen, dass ich hier zu Ihnen gesprochen habe. Und genauso geht es dem paranoiden Patienten. Auch er lebt in dieser Welt. Es ist für ihn so, es ist nicht seine Überzeugung, es ist auch nicht sein Glaube, sondern es ist so. Und natürlich, wenn dann jemand sagt, es ist nicht so, dann geht es ihm genauso wie mir, es mit Ihnen gehen würde. Und dann verstehen wir auch diesen Menschen besser. Und daher ist es auch ziemlich klar, dass es nicht sehr viel bringt, ihm jetzt versuchen, das auszureden. Übrigens, auch wenn Sie morgen versuchen, mir auszureden, dass ich jemals zu Ihnen gesprochen habe, es wird wahrscheinlich nicht ganz gut funktionieren. Und genauso funktioniert es auch bei diesen Menschen nicht. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass sie trotzdem mit mir in Kontakt bleiben. Dass sie nicht sagen, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben, weil der hat irgendwie absurde Ideen, nämlich dass er heute gesprochen hätte. Und genau das passiert aber mit dem Menschen, der paranoid ist, dass er auch gerne diese Form des Verständnisses hat. Man muss ihm nicht recht geben, aber man muss ihm einfach recht geben, dass er das so erlebt, wie er es erlebt, und mit ihm in Kontakt bleiben. Also, um auf die Frage nach diesem langen Exkurs, aber anders wäre es nicht gegangen, zurückzukommen. Es geht nicht darum, hier zu sagen, ja, es waren wirklich Verschwörungstheorien, sondern zu sagen, das ist eine mögliche Erklärung, für mich persönlich eine nicht ganz wahrscheinliche, aber für Sie oder für dich eine sehr reale. Aber lass uns doch drüber reden. Lass uns im Gespräch bleiben. Und wenn wir es dann noch schaffen, über etwas anderes zu reden, als über die Verschwörungstheorie, dann tritt die Verschwörungstheorie auf den Hintergrund und wir hätten dann etwas viel Schöneres zu besprechen. Kann man denn, wenn man das Gefühl hat, jemand im engeren eigenen Umfeld hat paranoide Züge, wie man es merkt, gut, man merkt es aufgrund der Dinge, die jemand äußert, aber kann man da frühzeitig irgendwas unternehmen? Gibt es Möglichkeiten, indem man sagt, na gut, je früher man diesen Menschen eine Art der Hilfe angedeihen lässt, desto leichter ist es, die Paranoia zu bekämpfen oder überhaupt weiter wegzurücken von dieser Person? Oder ist es letztlich nicht von Erfolg gekrönt? Eine Paranoia als Erkrankung, aber auch jetzt paranoide Ideen, die nicht unbedingt gleich schon einen Krankheitswert haben müssen, aber die durchaus als paranoide zu bewerten wären, entstehen nicht von heute auf morgen. Diese Gewissheit, über die ich gesprochen habe, diese unkorrigierbare Gewissheit, dieser völlige Ausschluss des Zufälligen, ist in der Regel nicht etwas, was einem plötzlich überkommt und dann ist es so, wie es ist, sondern es entwickelt sich langsam und es entwickelt sich eigentlich so, wie wir auch mit der Zeit immer mehr etwas glauben zu wissen, dass es so ist, wie es ist. Und dementsprechend, wenn man sehr früh im Gespräch bemerkt, dass jemand sich beginnt, hier an etwas festzusetzen, festzukrallen und das nicht mehr loslassen kann oder es ihn vor allem nicht mehr loslässt, da sollte man schon ins Gespräch kommen. Und es gibt nichts Besseres als die Beziehung und auch die Begegnung mit Menschen als präventives Mittel. Denn
Man hat in der Forschung auch sich sehr mit den Bedingungskonstellationen solcher paranoider Entwicklungen auseinandergesetzt. Und eine ganz wesentliche ist die soziale Isolation, ist dieses Alleingelassensein und eben auch dieses gar nicht korrigiert werden können, weil es einfach auch niemanden gibt, dem es wert ist, zu korrigieren. Und da bin ich auch bei diesem Punkt der Konfliktfähigkeit nochmals angelangt. Es ist schon eine Form der Wertschätzung, auch jemanden eine andere Meinung mitzuteilen. Denn damit gibt man ihm die Chance, seine eigene auch zu revidieren. Wenn man ihm die Chance nimmt, dann kann er auch seine Meinung gar nicht revidieren. Und deshalb ist es so wichtig, mit Menschen in Beziehung zu bleiben oder ihnen auch zu begegnen, ihnen auch die Chance zu geben, nicht in eine soziale Isolation zu kommen. Denn das ist sicher, paranoide Entwicklungen und soziale Isolation gehen Hand in Hand. Das Thema des nächsten Abends unserer Reihe wird sein Abstand halten, Abstand gewinnen, Abstand überwinden. Der Abstand als konstitutives Element des gelingenden Zusammenlebens. Was, Herr Professor Musalek, dürfen wir uns am 10. November von diesem Thema erwarten? Wir haben uns heute sehr allgemein mit dem Thema Begegnung und Beziehung beschäftigt und es wird ein Teilaspekt sein, der ganz wesentlich ist beim Aufbau von Beziehungen. Und die meisten meinen, Beziehung hat man dann eine gute, wenn man möglichst keinen Abstand zum anderen hat. Und ich denke, wir werden möglicherweise beim nächsten Mal zum Schluss kommen, dass das nicht unbedingt immer so der Fall ist, wie die Zusammenhänge sind, auf das werden wir beim nächsten Mal dann genauer eingehen. Damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende der heutigen Veranstaltung angekommen. Ich darf Ihnen allen hier im Radiocafé und zu Hause beim Live-Video-Stream für Ihr Interesse danken. Ich darf Sie einladen, am nächsten Abend, das wird am 20. November sein, zu dem gerade erwähnten Thema uns Ihre Fragen zu schicken. Ich sage Ihnen nochmal die Mailadresse. Das ist radiokulturhaus@orf.at. Und ganz besonders danke ich Ihnen, Herr Professor Musalek, für Ihre Expertise heute Abend. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alle ein sicheres und schönes Nachhausekommen und hoffe, wir sehen oder hören einander wieder am 10. November. Dankeschön. Dankeschön.